Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir kurz die Peripheriegeräte eines PCs darstellen. Wir haben hier eine Abbildung und in dieser Abbildung sieht man mehrere Bereiche und man sieht dann schon, was zu was gehört. Das heißt, hier im äußeren Bereich, also neben dem Computer, haben wir die sogenannten Peripheriegeräte. Wir haben hier zum Beispiel Maus, Tastatur, Monitor, Beamer, Drucker, externe Festplatten, Headset, Joystick, Scanner, USB-Hub, USB-Stick und so weiter und so fort. Wichtig ist hier, dass man Unterscheidungen trifft. Das heißt, diese Peripheriegeräte müssen von der sogenannten Zentraleinheit unterschieden werden. Die sehen wir hier. Die sind nochmal zur Erinnerung, die CPU, also der Hauptprozessor, dann die Hauptplatine, die dann mitten im Computergehäuse drin steckt und dann die Schnittstellen gehören ebenfalls zu dieser Zentraleinheit, die dann in Verbindung zu den anderen Teilen des Computers und zu den Peripheriegeräten herstellen. Damit haben wir dann letztlich auch natürlich dann den restlichen Teil des Computers, hier mit dem entsprechenden Netzteil, dem Gehäuse, den optischen Datenträgern und so weiter. Aufgabe der Zentraleinheit, also nicht der Peripheriegeräte, ist eben die Ein- und Ausgabe von Daten und Befehlen in der Zentraleinheit. Das Ganze, die Außenwelt dann für diese Zentraleinheit sind dann unter anderem eben dann diese Peripheriegeräte auf der einen Seite hier und eben dann der restliche Computer. Dann sind wir hier nochmal bei den Peripheriegeräten, die dienen eben der Ein- oder eben auch der Ausgabe. Als Eingabegeräte helfen sie dann, dass Daten dann in die Zentrale hineingelangen. Das heißt, wenn ich mit der Maus irgendwo hinklicke, dann kommen bestimmte Signale, bestimmte Zeichen dann in die Zentraleinheit. Darüber hinaus gibt es natürlich die Maus, Scanner, Mikrofon, das sind hier Eingabegeräte. Ausgabegeräte, das heißt aus der Zentraleinheit werden dann Dinge gesendet dann an den Bildschirm, an Lautsprecher, Beamer, Plotter, Drucker und so weiter. Das heißt, Peripheriegeräte können wir unterscheiden eben in Ein- und Ausgabegeräte, aber es gibt auch Geräte, die beides praktisch, die Ein- und Ausgabe in sich vereinigen können. Das wären dann hier Geräte, die man etwas in die Zentraleinheit eingeben oder auch etwas ausgegeben wird. Das wären zum Beispiel Drucker mit einer Scan-Funktion oder ein Monitor mit einer Touch-Funktion. Beim Drucker mit Scan-Funktion kann ich eben etwas ausdrucken, das wäre dann die Ausgabe, und kann etwas in den Computer hineinbringen, das wäre dann die Scan-Funktion. Dann gibt es hier dann noch andere Ausgabegeräte, als Beispiele der Beamer, dann der Drucker, Kopfhörer und ein Monitor. Wird etwas ausgegeben aus der Zentraleinheit. Dann haben wir Eingabegeräte, das wären dann eben hier die Maus, dann ein Grafiktablet, da kann man etwas zeichnen, man sieht hier den Stift, dann ein Joystick, bei Spielerinnen und Spielern sehr beliebt, dann ein Scanner, eine Webcam und eine Tastatur. Dann gibt es, wie vorhin schon angesprochen, zu Kombinationen von Ein- und Ausgabegeräten, das wäre eine Festplatte, weil da kann man etwas auf die Festplatte ausgeben, wo auch dann wieder etwas einlesen, dann Drucker, Scanner, dann ein USB-Hub, der dann verwendet wird, dass man eben andere Geräte anschließen kann, auch was in den Computer hineinbekommen kann und ähnlich wie bei der Festplatte können wir dann auch den USB-Stick lässt sich auch als Ein- und Ausgabegerät bezeichnen. Zum Schluss der Verweis hier auf in der Präsentation verwendete Grafiken und den Verweis auf weiterführende Seiten. Danke für deine Aufmerksamkeit.